Verdammt! Los geht's. Jetzt habe ich den verdammten falschen Gleiter genommen. Mir ist es gerade auch noch aufgefallen. So, was spielen wir denn überhaupt? Wir spielen Deathmatch, ne? Jo. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht hier wieder so eine kampfschiffverseuchte Map haben. Ja, aber das, sie ist ja prädestiniert dafür, ne? Eben. Ich sehe auch überhaupt gar keinen gerade. Achso, du fliegst dann neben mir rum. Ah, okay. Ich bin gerade an einem vorbeigeflogen, alles klar. Ja, genau, tötet mich schnell bitte. Dann kann ich nämlich schnell wechseln. Ich sehe ja auch niemanden gerade. Irgendwie leckt es auch bei mir ein bisschen, aber na egal. Wurde es zerstört. Warum das? Ja, ich nehme an, das war schon das erste Kampfschiff. Auch schon wieder 2 Tage nicht gespielt, da ist man schon wieder so ein bisschen raus. Bist du da gerade mit ihm dran? Ja, bin ich, aber jetzt bin ich tot. Ach, du warst an dem Kampfschiff, ne? Ja, dann werde ich mir das mal schnappen. Ja, mach das mal. Oh, beziehungsweise das hat mich natürlich schon wieder gesehen. Ja, aber ich werd jetzt weiter Jagdbombern trotzdem. Auf wen bist du denn? Bist du auf irgendwem? Ja, ich bin immer noch an dem Kampfschiff dran. Das ist aber relativ fix unterwegs und ich bin gerade nicht in der Lage, richtig zu zielen. Ach, hier an die mich gerade getötet hat. Oh Mann. Was ist los? Naja, voll gegen die Station geflogen. Ach du Scheiße. Naja, der Titel sagt ja, dass wir es nicht können. Wir wollen es ja lernen, ne? So sieht's aus. Wir wollen ja besser werden. Ja, ich habe gerade irgendwie mit der Scout-Ausweichrolle gerechnet und ich habe momentan noch die 90-Grad-Ausweichrolle vom Jagdbomber jetzt hier drin. Bin damit voll gegen die Station geklatscht. Das ist doch immer zu geil, ne? Oh, ich krieg aber auch überhaupt gar keinen vor die Flinte gerade. Tja, da hat das Kampfschiff zu lange gebraucht, um mich zu töten. Ich habe einfach richtig viele Skills, die mich oben halten, das ist ganz nett. Ich bin schon wieder gegen die Station geflogen, also irgendwas war falsch. Was ist denn los hier? So, jetzt aber mal Konzentration. Konzentrier dich, du. Sag mal, dieser Typ will mich auch verarschen, ne? Der fliegt immer eine Kurve, will mich dann hauen, aber trifft mich nie. Ey, ja, klar. Und jetzt auf einmal von außen gewonnen hittet. Wie soll das denn bitte gehen? Oh, da hinten ist ein Kampfschiff. Ah, jetzt haut er schon wieder ab. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Scoutest du eigentlich? Ja, ja. Achso, okay. Oh, jetzt hat irgendwer anders ihn erschossen. Das ist wieder so typisch. Ja, es sind nicht so viele Kampfschiffe beim Gegner unterwegs. Das geht. Jetzt häng ich gerade an dem Bomber dran. So, aber ich bin noch gerade in die Richtung eines Gegners geflogen. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Wieso hat der sich jetzt selbst zerstört? Jetzt wollte ich gerade mich so ein bisschen von hinten da dran sneaken. Jawoll. Weil ich mal einen Kill gelandet hier. Alter, leck mich doch. Ah, das wäre egal. Egal, jetzt nehme ich auch einen Scout hier. Also, es ist mir wieder viel zu unwendig gerade. Nur Kanonenfutter. Ich habe bei meinem Scout immer noch so ein bisschen Probleme mit der Antriebsenergie. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie vielleicht mal ein anderes Triebwerk reinbaue. Du hast dir auch schon das andere da geholt, diese Aufladung, oder nicht? Die habe ich auch, ja. Aber die hilft mir da auch nicht so viel gerade. Ja, Kampfschiff. Komm schon, Lucien, du stirbst jetzt. Jawoll. Und das nächste Kampfschiff.
So, mein Freund, jetzt habe ich die Waffenüberladung. Jetzt bist du fertig. Jetzt bist du fertig. Ich hab mal Sicherheit gebracht. Oh, jetzt ist ja schon wieder wer an mir dran. Wer ist das denn? Ah, der Bomber. Oha. Da hat er mich aber böse zerlegt. Herr Bomber würde mich auch nochmal reizen, freizuschalten und anzuschauen, wie sich der so spielt. Ja, jetzt ist er kaputt. Ja, möchte ich auch nochmal machen. Aber erstmal muss ich da auch das Kampfschiff freischalten. Ich komme mal in deine Richtung. Okay. Dann können wir uns mal so ein bisschen irgendwie absprechen. Lass mal auf hier Millenia gehen. Die ist doch da gerade, das Kampfschiff. Ich sehe sie gerade noch nicht. Ist hinter dem Asteroid. Ach da, ja. Der Asteroid hat nur den Namen und alles noch verdeckt. Oh, fuck. Wurde ich von irgendwas extrem gehittet? Ja, wie ein Nara von draußen wieder. Bei Hits und Tod. Ah, na gut, hat irgendwer das Kampfschiff gekillt, auch gut. Oh, oh, oh. Ist meine Waffenenergie wieder low. Ah, wir müssen mal aufholen, ne? Wir liegen ganz schön zurück. Ah, ich krieg grad Vianara, genau. Kampfschiff von unten. Mal gucken, ob ich das Kampfschiff kriege, was hier unten rumwildert. Ja, nur Assists, Oh, da hat er mich aber schnell weggehauen jetzt. Der Scout hält einfach nichts aus, ne? Jawohl. Schön. So, wo bist du denn? Ich sehe dich gerade gar nicht. Ich bin gerade hinter dem einen Scout her. Ah, der ist aber gerade kaputt gegangen. Ich gucke mal, ob ich dich irgendwo sehen kann. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ja, dann gehe ich jetzt auf Mercilis. Ja, auf dem bin ich auch gerade. Jawohl. Ja, nice. Ich habe gerade gewendet. Ja, hier haben wir Lucien oder Tmikvite. Ja, pass mal auf, da links ist ein Kampfschiff, Millenia. Ja, genau. Aber die haut gerade ab. Ja, ich habe sie gerade aufgescheucht. Gucken, ob wir dranbleiben können. Ey, wieso habe ich den überhaupt nicht getroffen? Das verstehe ich jetzt aber wieder nicht. Ich war die ganze Zeit da in diesem Zielkreuz drin, habe sie nicht einmal erwischt. Was denn, vielleicht zu ausweichen irgendwie. Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, wie das genau funktioniert. Ah, dann bin ich schon wieder kaputt. Gut, Kampfschiff. Naja, noch einer, dann haben wir schon verloren. Ja, mein Gott. Eine nicht so erfolgreiche Runde. Aber gut, wenn wir uns oder ich mich zumindest am Anfang direkt gleich dreimal in den Felsen semmle. Was willst du machen? Ja. So wie schlecht waren wir denn? Ich bin aufgestiegen, Stufe 29. Cool. Naja, Mensch, so schlecht war ich ja gar nicht hier. 5 Kills, na gut, 7-mal gestorben. Naja, für die erste Runde heute nach 2 Tagen gar nicht so verkehrt.